Izzy, Aufschlag, Izzy, Aufschlag, komm schon. Zack. Was? Boom. Hey, was? Der Ball ist weg. Du hast ihn weggeschlagen. Ist der Ball weg? Na, der ist auf gar keinen... Du hast ihn... Oh nein, Izzy, du hast ihn wieder über die Mauer geschlagen. Nein. Du dürftest nicht so stark schlagen. Wir haben doch hier immer so ein kleines begrenztes Tennisfeld. Ich schlag gleich stärker. Oh Mann, wir müssen uns dringend jetzt schnell den Dings wiederholen, den Baseballball, damit wir hier weiter spielen können, weil wir haben nämlich gerade mit dem Baseballball Tennis gespielt. Natürlich dürfen wir dahin. Wow. Was ist das denn? Ey, yo, wer seid ihr? Ey, yo, wer bist du, Mann? Was macht der denn da bitte? Keine Ahnung, Alter, ist das? Was ist das denn? Hier baut sich irgendein komischer Wunschbrunnen auf. Schön zu hören, dass mein Name sich hier in der Stadt herumspricht. Was tut er das? Tut er doch gar nicht. Dein Name spricht sich eigentlich gar nicht herum. Wir waren gerade Baseball spielen und haben eigentlich gar nicht gecheckt, was du hier machst. Aber bist du irgendwie sowas wie ein Elf oder sowas? Ich möchte jetzt wieder weg. Deshalb drückt mit der Sprache raus, was ihr möchtet. Das ist ein Wunschelf, Izzy. Oh! Das ist auch ein Wunschbrunnen. Ich möchte fliegen. Ich will fliegen. Ich will fliegen. Fliegen ist das Allerbeste. Bitte. Das ist cool. Wir möchten gerne beide fliegen. Dann können wir nämlich Baseball im Fliegen spielen. Oh, stimmt. Oh, das wäre richtig, richtig gut. Also, wo ist jetzt eigentlich der Ball? Ich weiß es nicht. Stimmt, wir können da noch schneller den Ball finden. Seid ihr sicher, dass ihr Flügeln haben wollt? Ja, also ich hätte sehr gerne ein paar. Ich hätte gerne Feuerflügel oder sowas in der Art. So richtig gefährliche Feuerflügel. Ihr müsst mir sie nur wieder zurückbringen und das auch in einem guten Zustand. Was? Muss man inzwischen bei den Geschenken von den Elfen das alles wieder zurückgeben, oder was? Oh Mann, immer diese Pfandgeschichten. Oh Mann, ich hab Flügel bekommen. Ich habe auch Flügel bekommen. Guck mal, ich trage meine sogar schon. Sieht voll schön aus. Deine sehen echt richtig gut aus, Izzy. Ach ja, cool. Hab ich ganz vergessen. Könnt ihr von gewissen Leuten die Wünsche erfüllen? Wir sollen jetzt für dich den Job erfüllen und sozusagen als Wunscherfüller Elf arbeiten? Das war gar nicht geplant. Ich dachte, wir kriegen einen eigenen Wunsch. Aber okay, dann werden wir wahrscheinlich arbeiten. Ihr werdet dann die Leute schon erkennen. Was? Werden sie einfach erkennen? Also sollen wir einfach irgendwo hingehen und einfach sagen, dass die, ich weiß nicht, haben wir nicht sowas wie eine Liste oder sowas? Können sie mir vielleicht eine Liste geben? Ja, ich weiß nicht. Hat er dir eine Liste? Oh, danke. Ich habe eine Liste bekommen. Hast du das bekommen? Ich würde euch am Ende eine kleine Belohnung geben. Tatsache, du hast echt eine Liste. Ich würde euch am Ende eine kleine Belohnung geben. Okay, das klingt gut. Aber nur, falls ihr Lust auf diesen kleinen Job habt. Ja doch, wenn Izzy sowieso jetzt schon die Liste hat und wir eigentlich schon Flügel haben, um das alles zu machen und wir jetzt sozusagen abstarten können. Können wir das sehr gerne machen eigentlich. Schließlich bin ich ein helfender Elf und sollte andere Leute glücklich machen. Ja, natürlich. Das Einzige, was du gerade gemacht hast, ist einfach deine Arbeit weiterzugeben an uns, die eigentlich gerade nur Tennis spielen wollten. Und jetzt haben wir wieder einen neuen Baseball-Tennis. Oh, Baseball-Tennis. Viel Spaß wünsche ich euch. Den werdet ihr sicherlich haben mit den Teilen. Okay, dann würde ich mal sagen, Izzy, übergeben uns dann mal ein bisschen auf Wunsch. Oh, er hat sich weggefarben. Das Gold ist weg, guck mal. Ja, das ist alles weg jetzt wieder. Oh Mist, ich wollte es noch abfarben. Das war ja gerade, guck mal, das ist eine Kiste. Hey, das sind. Okay, ich gucke jetzt erstmal, wer als erstes auf der... Okay. Warte mal, was da steht? Wir müssen zur Polizei? Zur Polizei? Wir werden eingesperrt. Oh, ja, steht, wir müssen zur Polizei dafür gehen. Wir müssen tatsächlich der Polizei einen Wunsch erfüllen. Was hast du schon wieder verbrochen, dass Weiß wir zur Polizei nicht, müssen? Wir müssen zur Polizei. Oh, Mann. Wo ist die Polizei? Ich glaube, da lang. Hey, da ist die sogar. Die ist einfach die Straße runter. Wir können ja fliegen. Guck mal, wir können ja fliegen. Ja, da ist auch das Polizeiauto. Warte mal. So, gehen wir mal hin. Hallo. Oh, da ist jemand. Da ist ja der Officer. Guck mal, ich bin ein fliegender Elf. Ja, und ich auch. Hallo, Polizist. Wir sind die fliegenden, helfenden Elfen. Wir können dir einen Wunsch erfüllen. Seid ihr die helfenden Elfen? Ja, das sind wir. Oder siehst du hier sonst noch irgendwelche anderen Leute, die hier herumfliegen mit ihren Flügeln und dir Wünsche anbieten? Was sollen wir denn sonst sein? Deine Oma? Ich habe nämlich extrem viel Hunger. Könnt ihr mir etwas zu essen mitbringen? Ich glaube, wir können dir echt was zu essen mitbringen. Ihr müsst aber relativ viel mitbringen, da ich die ganze Polizei versorgen muss. Ich habe hier muss. Einen Baseballschläger, wenn du sie kannst was essen wollen. Steck dir den Baseballschläger quer in deinen Magen rein. Das tut bestimmt lecker. Schmecken. Achso, eine Bitte euch. Beeilt euch, da ich sonst meine Mittagspause verpasse. Okay, gut, gut. Also dein Wunsch ist es einfach nur, uns als Essenslieferanten zu verwenden. Habe ich das richtig verstanden? Oh, es gibt nichts Besseres, als in der Mittagspause auf dem Polizeirevier einen Mittagsschlaf zu halten. Okay, dann hab du mal Mittagsschlaf und Izzy und ich, wir werden dir jetzt Essen bringen. Ich möchte aber jetzt nicht aufhalten. Viel Erfolg. Okay, alles klar. Okay, gut, er hat einfach die Tür wieder falsch zugemacht. Okay, let's go, Izzy. Wir müssen irgendwie
irgendwo was zu essen finden. Wo können wir dem guten alten Kerle hier was zu essen geben? Gibt's hier nicht irgendwie ein Restaurant oder sowas in der Nähe? Eine Pizzeria oder ein Bäcker. Hey, das McDonald's. Wir können zu McDonald's gehen. Das, hey, man kann ihn doch, das ist sogar ganz in der Nähe. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, weißt du was? Wir gehen da jetzt einfach hin und holen uns einfach hier kurz einen Burger für den Typen einfach. Okay. Mal gucken, ob da jemand da ist. Hallo. Oh, da ist sogar ein Kellner da. Tatsache. Burgers, normal, Double Deluxe, Double Cheeseburger, 4 Stück Chicken Nuggets, 10er Chicken Nuggets, mit einer Combo. Du kannst dir auch ein Menü holen. Oh, Izzy hat das Schild mit Wasser abgerissen und streicht jetzt ihr eigenes Menü. Okay. hallo, Herr Wärter Maxim hinter der Kasse. Hallo, Ihre Bestellung bitte. Hi, wir wollen gerne, bestellen. Und zwar essen. Richtig viel essen, weil wir kommen vom Helfenden Elfen. Wir sind da von den teuren Leuten und wir müssen jetzt... Oh, also seid ihr im Auftrag vom Helfenden Elf hier? Ja, genau. Das ja, ist wie sozusagen, gesagt. Ist unser, ist unser Boss sozusagen. Aber wir müssen jetzt fürs Polizeirevier eine Menge Essen liefern. Ihr seid euch sicher, dass es der bekannte Elf in der Stadt ist? Naja, also er ist in einem Brunnen erschienen und hat uns diese Flügel gegeben, weil er keinen Bock mehr hatte zu arbeiten. Deswegen müssen wir für ihn jetzt arbeiten. Und ich habe mir den Job bei als Helfender Elf anders vorgestellt, als bei McDonald's an der Kasse zu stehen. Deswegen bitte gib uns die Burger. Was braucht ihr denn? Gib uns einfach alles, was auf der Karte ist. Ich hätte gern einen großen veganen Burger. Das steht hier an ihrer Karte. Den vegan. Muss es geben. Ja, er ist neu dazugekommen. Vor 10 Minuten, vor 50 Sekunden ist er dazugekommen. Ach, wisst ihr was? Hier, nehmt einfach alles. Was? Hey, ja, gib uns einfach alles. Das ist eine gute Sache. Ja. Gib uns die Burger, gib uns die paar. Wie viel? Was Cola? Ist das? Alter, Cola. Das ist ein Stack Cola. Ein Stack Burger. Hier hast du eine Cola, Izzy. Okay, danke. Alter, das ist wirklich viel. Und dafür habe ich einen Schokoladenpudding. Oh, und den Burgerkopf nehmen wir uns auch mit. Den kann man sich dann aufsetzen. Guck mal, ich selber bin jetzt auch ein Burger. Dann bin ich die Pommes. Wow, das sind richtig viele Sachen, Mann. Alter, wir haben 64 Hot Dogs, wir haben Paradiesburger, Beefburger, Hot Dogs, Cola, Ramburger, Homie, Coleslaw Burger. Okay, Maxim, ich glaube, das reicht. Bitte hör auf, uns mit Essen zu überschütten. Das kriegt ihr und das und was und das und die Cola, was und die Kasse kriegen wir auch, was? Okay. Oh Mann. Du bist eine Pommes einfach. Was, der hat uns die was, der gibt uns die Feuerlöscher. Jetzt hört sie auf. Der Polizist bedenkt, wir haben den Laden ausgeraubt mit so viel Essen. Der hat uns einfach den Feuerlöscher gegeben. Okay, danke Maxim für die ganzen Sachen. Wir wollten zwar gar nicht so viel haben, aber wir sind happy. Grüß den Elf bitte von mir und sagt ihm, wenn er mehr braucht, kann er jederzeit vorbeikommen. Okay, alles klar Maxim. Wir sehen uns dann später. Ciao, ciao, danke für die ganzen Sachen. Ja, Alter, tschüss. Ich habe jetzt einfach einen Feuerlöscher und einen Burger auf dem Kopf. Schönen Tag euch noch. Okay, tschüss. Na dann mal wieder zurück zur Polizeistation. Was war Justin? Er hat uns einfach den Feuerlöscher und die Kasse gegeben. Der hat uns einfach alles in diesem Restaurant gegeben. So, dann lass mal wieder zur Polizeistation. Lecker Geld. Uiuiuiui. Okay, gut. Da bist du. Oh, da ist er sogar schön. So, hier hast du einmal 64 Hamburger, 64 Gourmet-Burger, 64 Bacon-Burger, 64 Coleslaw-Burger, 64 Gourmet-Burger, Hot Dogs, 64 Stück, Barbecue, Paradies-Burger, Beef-Burger, Hot Dogs, Kuchen, 64 Cola, zweimal Kasse, ein Feuerlöscher und 63 Colas. Und fliegender Schokoladenpudding. Und fliegender Schokoladenpudding. Sehe ich da richtig? Ihr habt mir wirklich so schnell meinen Wunsch erfüllt? Ja, Markus, das haben wir. Wir waren jetzt bei McDonald's für dich und haben dir dein Essen geholt. Geklaut. Das war ein sehr, sehr toller Wunsch. Und wir haben inzwischen Burger auf dem Kopf. Deswegen, ihr seid echt spitze. Kein Problem, Markus. Empfehl uns weiter auf Google-Bewertung oder sowas. Einfach 5 Sterne geben. Ja, stimmt. Ja, wie gut es funktioniert. Danke euch. Werde ich gut ankommen im Polizeirevier. Ja, ja. Wahrscheinlich müsst ihr das alles alleine füttern in deinem kleinen Büro, wo du da bist. Gut, gut, Markus. Wir sehen uns dann später. Ich kann es kaum noch abwarten, den anderen zu erzählen. Die werden sich bestimmt freuen. Ja, Markus. Viel Spaß mit deinem Wunsch. Ja, so, tschüss. Easy. Roman, warte mal kurz. Warte mal, komm mal her, ich muss auf die Liste gucken. Ah ja, stimmt. Können wir lass mal hier hinstellen? Auf dem Dach landen. So. Vielen Dank nochmal. Ich bin jetzt schnell weg und wünsche euch noch viel Spaß. Alles klar. So, der Polizeityp scheint ja zufrieden zu sein. Ah, da bist du. Warte, ja, ich komm her. Ich komm. Okay, dann lass mal jetzt mal kurz. Übrigens, dein Burger, der steht hier richtig gut. Der passt farblich voll zu deinem Skin. Ja, heute. Dein McDonald's Pommes-Logo im Gesicht, das ist auch sehr schön. Das ist eine gute Produktplatzierung. So, jetzt lass mal gucken. Izzy ist jetzt gesponsert seit neuestem. Aber nur die Pommes. Nur die Pommes. Und den Big Vegan. Nee, und den Big Vegan. Also ich habe hier jetzt stehen als nächstes, dass wir, wo müssen wir hin? Wir müssen zu irgendeinem Vater mit seinem Sohn gehen und sie sind hier irgendwo in der Nähe, aber ich weiß nicht wo. Ein Vater mit seinem Sohn?
Ja, wollen wir mal gucken? Wo könnte das sein? Ja, ich weiß nicht, wo man da hingehen kann. Eigentlich muss man da ein bisschen die Straßen abfliegen und einfach gucken. Aber es sind gerade viele Touristen in der Stadt, deswegen bin ich mir nicht sicher. Bei irgendeinem Parkplatz steht hier. Parkplatz? Es gibt voll viele Parkplätze. Ja, wir müssen nach Autos gucken. Nach Autos. Hier ist, hier sind Leute, guck mal. Hier ist am Krankenhaus, aber das ist ein Krankenhausparkplatz. Tatsache, da sind Leute. Hallo, guten Tag, wir sind die helfenden Elfen und wie ihr seht, können wir fliegen. Guten Tag, ihr gehört sicherlich zum helfenden Elf, so wie ihr ausseht. Genau, das siehst du doch. Warte mal, der Typ heißt einfach Roman. Ey, guck mal, der ist Roman. Ha, und ich auch gerade sagen, hey Roman, Papa Roman ist das einfach. Papa Roman und Justus. Hi, Papa Roman und Justus. Alles klar, der Vater heißt Roman. Ja, der heißt genauso wie ich. Coole Sache eigentlich. Okay, ihr beiden. Ich bin hier mit meinem kleinen Sohn Justus. Nur gibt es das Problem, dass er nicht reden kann. Oh, das ist natürlich eine fiese Geschichte. Ja, weil er zu viel lächelt. Guck dir mal sein Gesicht an. Der sieht echt so aus, als so könnte ich auch nicht reden. Der lächelt die ganze Zeit. Seine Zähne sind einfach zusammengeklebt, gell? Ich würde mir zu gerne wünschen, dass er seine ersten Worte sagen kann. Ah, das heißt, der Justus kann einfach nicht reden und du wünschst dir am allermeisten, dass er eigentlich reden kann. Und deswegen sind wir hier. Okay, das ist auf jeden Fall eine schwierigere Situation. Ich habe bereits auch schon öfters mit Ärzten darüber gesprochen, jedoch meinten die, dass es ganz normal wäre. Ah, meinst du etwa, dass er einfach stumm ist und einfach nicht redet, dass sowas einfach zwischendurch mal vorkommt? Ja, das ist wirklich eine blöde Sache eigentlich. Was kann man da machen, Izzy? Was können da die helfenden Elfen dagegen tun? Was können wir ihm anbieten? Ich weiß gar nicht, wie man Leute... Vielleicht können wir ihm Singen beibringen. Singen? Singen! Ja! Ich finde es halt komisch. Okay, pass auf, Roman. Wir müssen das irgendwie so anstellen, dass wir einen Plan bekommen, wie wir das alles machen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Würdet ihr das irgendwie hinbekommen? Ja, Roman, Papa Roman, aber dafür musst du kurz weggehen. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das machen können. Du gehst hier mal bitte kurz um die Ecke, verschwindest einfach kurz und der Justus und Izzy und ich, wir bleiben hier einfach mal kurz alleine. Muss ich wirklich weggehen, damit das klappt? Ja, du sollst jetzt weggehen, damit das klappt. Sonst wird nämlich dein Sohn nämlich später nicht mehr reden können. Wir beide reden mit deinem Sohn. Na gut, wenn es wirklich sein muss, Izzy, hau ihm nochmal eins mit dem Baseballschläger drüber. Okay. Zack, zack, verprügeln zack, hier, ihn, Izzy. So, kleiner Justus, pass auf. Die Izzy wird dir jetzt was geben. Und das ist ein magischer kleiner... Nein, Izzy, gib ihm den Zauberbär. Ja, gib ihm den Zauberbär. Hier ist der Zauberbär. So. Ich wollte ihm eigentlich einen überbraten, aber... Kleiner Justus, nimm diesen Zauberbär und schau ihn ganz genau an. Und dann sag es deinem Vater ins Gesicht, dass du jetzt reden kannst. Hoffentlich kann er jetzt reden. Ich glaube, der Zauberbär hat es gemacht. Wer bin ich, Justus? Papa, Papa, ich kann reden! Juhu! Es hat funktioniert. Nein. Der Zauberbär hat es mal wieder geschafft. Ich sag's dir, so funktioniert das bei den helfenden Elfen. Jetzt habe ich keinen Bären mehr. Oh mein Gott, vielen Dank, ihr beiden. Ich bin so stolz und so glücklich. Na siehste, Papa Roman und Justus, ich weiß gar nicht, wie ich mich revanchieren kann. Ach, du musst dich doch gar nicht revanchieren. Wir sind sowieso bald fertig mit der Arbeit. Deswegen alles in Ordnung. Deswegen habt einen schönen Tag. Genieß einfach den Tag. Geh noch ein bisschen mit deinem Sohn reden. Jetzt habt ihr bestimmt noch ein bisschen was zu bewerten. Oh ja, doch, das Gold, was du in der Hand hast, das kannst du uns schon geben. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Izzy und ich, wir lieben Gold. Ah ja, hier habt ihr ein bisschen Geld von mir. Damit könnt ihr auch ein leckeres Eis nach eurer Arbeit kaufen. Izzy, bitte. Ah, Izzy! Okay, gut. Papa Roman und Justus, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke für das Gold und viel Spaß euch. Redet noch eine Runde oder sowas in der Hand. Ich muss aber dringend los und die ersten Worte aufnehmen. Bis später und danke nochmal. Okay. Ciao. Das war mal wieder ein erfolgreicher Tag als helfender Elf. Wir gehen jetzt später gleich zurück zum Elfen, geben gleich die Flügel wieder zurück und sind damit dann fertig mit den ersten 24 Stunden, die wir gearbeitet haben in Minecraft als helfender Elf. Falls es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schaut gerne bei Izzy vorbei. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Izzy kriegt ihren Kopf nicht mehr ab. Ich glaube jetzt immer als Pommes rum. Nein, wieso geht das nicht weg? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao! Peace.